Willkommen zur Afterstory von Pokémon XD. Wir haben das letzte Mal Meister Frenos besiegt, all seine Pokémon gekrallt und keins unserer Pokémon verloren. Ich habe im Übrigen bereits eine Mail von Sophos bekommen, eine sehr wenigsagende Mail, wenn ich das so sagen darf hier. Lieber Lauri, ich hörte, du bist zurück von der Insel Obscura. Ich möchte dich hiermit herzlich ins Kolosseum Ore einladen. Ich besuche dich bald, um dich per... Ja, keine Ahnung per was. Das müssen wir wohl noch rausfinden. Glaube ich. Ich bin, glaube ich, noch nicht an Sophos vorbeigelaufen. Kann sein, dass ich schon an ihm vorbeigelaufen bin. Aber ich denke, es ist klar, Kolosseum Ore. Ja, dahin lädt er uns ein. Aber vorher möchte ich euch zeigen, wie ihr Kryptolugia erlösen könnt. Wir gehen jetzt einfach mal Forum 5 beispielsweise rein. Muss nicht unbedingt Forum 5 sein, kann auch ein anderes Forum sein. Wir schnappen uns das Pokémon hier und legen das mal kurz in der Box ab oder tauschen es einfach mal ein gegen Kryptolugia. Und Lugia müssen wir jetzt einfach bloß hier absetzen. Ja, irgendwas an Lugia ist anders vielleicht. Zack, Lugia kann erlöst werden. Und zwar funktioniert das nur, wenn alle 9 Foren hier in diesem Crypt Orbis auf voller Geschwindigkeit laufen. Deswegen habe ich da so viel Zeit dran gelegt, dass sie auf voller Geschwindigkeit laufen. Und dann können wir Kryptolugia nämlich erlösen. Wir gehen kurz heraus und dann zeigt es mir an, dass ein Pokémon, dessen Herz vollständig geöffnet werden kann. Und somit können wir also Kryptolugia erlösen. Ja, wir haben jetzt noch ein kleines bisschen Afterstory. Vor allem aber möchte ich ja auch mit euch noch den Duellberg zu Ende machen. Ich möchte das Kolosseum Ore euch zeigen. Und uns fehlt auf jeden Fall noch ein weiteres Krypto-Pokémon, was wir auch noch nicht gesehen haben. Aber dafür muss ich natürlich auch erst noch andere Krypto-Pokémon fangen, die wir bereits gesehen haben, die aber abhanden gekommen sind. Daunenreigen, Erdbeben, Hydropumpe und ich glaube Luftstoß hat es gelernt. Bin mir nicht sicher, welches die zweite angezeigte Attacke war. Auf jeden Fall, ja, Kryptolugia erlöst. Hi Lauri, wie ich höre, hast du es geschafft. Kryptolugia hat den Erlösungsprozess erfolgreich durchlaufen. Diese Krypto-Idioten haben gedacht, das ging nicht, aber wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen. Lauri, das ist dein Verdienst, weil du nie verzagt und immer alles gegeben hast. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Danke für alles. Ja. Also, die leitenden Forscher hier natürlich auch sehr zufrieden mit uns. Unsere Mutter, Professor Klein, sehr, sehr zufrieden, dass wir es geschafft haben, Kryptolugia zu erlösen. Und dann legen wir mal die anderen Krypto-Pokémon hier rein. Es müssen ja noch ein paar erlöst werden, aber diesmal gibt es ja keine Belohnung dafür, wenn man alle erlöst hat. Ja. Gut, lassen wir also die anderen noch hier in dem Erlösungsprozess drin. Ich glaube, Sophos, wenn ich noch nicht mit ihm geredet habe, der müsste draußen auf uns warten. Und zwar hier die Treppe runter. Ja, genau, hier ist er. Lauri, ich bin es, Sophos. Du kannst dich sicher nicht mehr an mich erinnern, oder? Ich habe dir eine E-Mail geschickt, Lauri. Hast du sie schon gelesen? Ja. Ich geriet in Panik und schickte die E-Mail ab, bevor ich sie zu Ende geschrieben hatte. Ich bin trotzdem froh, dass du sie bekommen hast. Deine glorreichen Kämpfe haben mich sehr inspiriert, Lauri, weißt du? Deshalb möchte ich gegen dich kämpfen. Und es gibt unzählige Trainer, für die es eine Ehre wäre, gegen Lauri, die Krypto-Nemesis, zu kämpfen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, einen Kampfwettbewerb in einem Kolosseum zu organisieren. Beeindruckt? Doch bevor wir reden, sollten wir kämpfen. Du und ich, en garde! Jo. Trainer Heroes Sophos fordert uns heraus. Und er hat mehr Pokémon, als es noch im Kolosseum der Fall war. Er hat sich 2 kleine Pichus zugelegt, wie es den Anschein macht. 2 kleine, knuffige Pichus hat er sich zugelegt. Level 45? Okay, er hat sich einige Pokémon zugelegt. Nicht nur 2 kleine, knuffige Pichus. Ich hole jetzt mal Lichtwolf rein für Mo, weil Mo ist absolut nicht geeignet für die Pichus. Boah, Erdbeben ist natürlich jetzt auch schlecht. Gut, machen wir halt Rückkehr. Erdbeben wäre natürlich richtig ehrenvoll gewesen. Weil, ja, da können die Pichus natürlich nicht wieder gegen machen, aber Lichtwolf kassiert halt dann auch hart. Ja, das muss ja nicht sein. Räumen wir also ein Pichu weg mit Rückkehr.
Arena Hero Sofa. 6 Pokémon hat er, ey. Das ist krass. Hat er da noch 2 Pikachus und 2 Raichus vielleicht? Das wäre natürlich interessant rauszufinden. Dann wäre es eigentlich fast sogar cleverer, Gianluca reinzuholen. Dass ich Erdbeben einsetzen kann. Okay, Donnerattacke auf Lichtwolf. Nein, auf Nico. Hätte ich nicht gedacht. Aber ohne Probleme weggeschickt. Pikachu Level 50. Das ist natürlich krass. Reicht der Flammenwurf aus, um Pikachu wegzuräumen? Vielleicht hätte ich eher die Rückkehrattacke auf Pikachu einsetzen sollen. Easy going, Volltreffer, Tschüssikowski. Ja, was den Duellturm angeht, beziehungsweise den Duellberg, da muss ich natürlich noch ein bisschen trainieren. Weil, ja, 7. Areal sind sie ja dann schon Ende Level 50. Und ja, ich will ja nach wie vor hier weiter das als Naslock machen. Wenn ein Pokémon drauf geht, dann, dass ich es nicht mehr nutzen darf. Super, Nico nimmt die Paralyse mit. Das ist natürlich das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Und tatsächlich bringt der Raichu hier in den Ring. Tatsächlich bringt der Raichu in den Ring. Ich fasse es nicht. So, Flammenwurf wieder auf Pikachu. Raichu Level 55. Oh, hätte jetzt gedacht, Raichu ist schneller als Lichtwolf. Habe ich mich geirrt. So ist Pikachu auch erfolgreich abgefackelt. Fehlt nur noch ein letztes Raichu. Die Frage ist, welches von den Pikachus war das Pikachu, was er schon im Kolosseum hatte? Er liebt die Pikachu-Form. Er liebt die Pikachu-Formen. So, Donnerattacke. Auf Lichtwolf. Alter Schwede, das macht ordentlich Schaden. Hätte jetzt so nicht erwartet, aber zum Glück räumt Nico hier kräftig auf. Okay. Würde ich sagen, mach mal Flammenwurf auf Raichu und Lichtwolf muss unbedingt geil werden. Alter, ich habe auch nur noch 6 Hypertränke. Auch da muss ich, glaube ich, mal wieder nachrüsten. Das Gute ist, wir müssen ja nicht nochmal gegen Meister Frenos ran, weil wir alle Pokémon gekrallt haben. Nichtsdestotrotz, oh, so ein Brandwehr-Regentanz. Okay, das ist natürlich schlecht jetzt für Flammenwurf, wenn ich das mal so sagen darf. Charm, Bodycheck. Ich hoffe ja, dass der Bodycheck ausreicht. Donner trifft natürlich jetzt in jedem Fall. Reicht Bodycheck aus? Jawohl, reicht aus bei Raichus schwacher Verteidigung. Und damit besiegen wir Trainer Hero Sofos. Herrlich. Oh, ich wusste es trotzdem. Bravo, ich wiederhole. Bravo. Lässt uns auch nochmal ein bisschen Cash da, so wie das sein muss. Kein Wunder, dass Team Krypto dich im Auge behält. Ich muss sagen, ich habe mich königlich amüsiert. Ich bin sicher, dass die Trainer, die sich im Kolosseum Ore eingefunden haben, begeistert sein werden, gegen dich antreten zu dürfen. Bitte mach uns die Ehre und komm. Ist halt die Frage, welches Level sind die im Kolosseum Ore, ne? Die härtesten Trainer des Landes wollen gegen dich kämpfen, Lauri. Wir erwarten dich im Kolosseum Ore. So, Sofas macht sich aus dem Staub. Ich würde sagen, wir gehen ihm gleich mal hinterher. Ja, und schauen mal, ob wir im Kolosseum Ore bestehen können. Oder ob ich das eben lieber noch nicht machen sollte und lieber erst mal ein bisschen trainieren sollte. Also, auf geht's ins Kolosseum Ore. Dort treffen wir im Übrigen nicht auf unser letztes Krypto-Pokémon. Das gibt's natürlich dann woanders. So, hier nochmal Sofos. Hallo Lauri, schön, dass du da bist. Wenn du im Kolosseum Ore kämpfen möchtest, dann melde dich an der Rezeption da vorne. Super. Das ist ja eine richtig tolle Rezeption. Ich wollte mich halt so ein bisschen umsehen. Hier mal noch. Ob es hier noch irgendwelche Items gibt, aber scheinbar nicht. Gut, reden wir mal mit der Dame hier. Lichtwolf können wir mit vornehmen. Im Normalfall müsste Nico ja geheilt werden auch. Und dann bin ich gespannt. Erkläre ich dir gerne die Regeln. Ah, im Lagerturm haben wir auch noch nicht gekämpft. Doppelkämpfe. Du darfst mit 4 Pokémon antreten. Bitte seid ihr im Klaren darüber, dass nicht alle Pokémon zugelassen sind. Auch dürfen Pokémon nicht alle Arten von Items bei. Ohne Pause kämpfen. Erst wenn du 4 Trainer in Folge hast du die Partie gewonnen. Bist du Sieger, dann triffst du auf die nächste Gegnertruppe. Verlierst du, dann kämpfst du erneut gegen dieselben Gegner. Wenn du in einer Runde siegst, erhältst du Poké-Coupons. Okay.
Haben wir das Lagerkolosseum schon gemacht? Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Ja, komm. Wir schauen jetzt einfach mal. Ja, ich bin bereit für die Teilnahme. Ich denke, ich muss 4 Pokémon auswählen. Muss ich mich nicht vorher schon für die Pokémon entscheiden? Doch, jetzt. Level 60. Okay, die sind natürlich alle Level 60. Vielleicht sollten... Dann sollten wir das noch nicht machen. Da werde ich erstmal noch ein bisschen leveln. Wie gesagt, ich muss jetzt nicht irgendwie sinnlos Pokémon riskieren, ja. Von daher sehen wir uns gleich wieder hier. Ein letztes Mal taucht die Queen auf. Ein letztes Mal müssen wir uns dem Guten mit der Ballfrisur stellen. Und das wird jetzt der Fall sein. Wir werden uns jetzt das letzte Mal die Queen für Pokémon Kolosseum und Pokémon XD stellen. Ich habe alle Krypto-Pokémon gefangen. Ja, quasi alles nachgeholt, auch nachträglich. Können ihr in die Krypto dann reinschauen, sehen. Erlöst. Alles erlöst. Hier dann die ersten, die noch nicht erlöst sind. Schlurp wäre bereit für die Erlösung. Das kann ich dann wieder offscreen machen, ja. Und dann haben wir noch ein paar andere, die dabei sind. Aber kein Pokémon, was eben nicht schon irgendwie gefangen ist. Es ist einzig und allein Dragoran noch übrig. Und das wollen wir uns jetzt holen im letzten Kampf gegen die Queen. Und dafür müssen wir auf die Spitze des Leuchtturms hier in Porta Portus. Und dort wartet der Gute mit der Ballfrisur bereit auf uns. Ja, mit diversen Kapalores hier natürlich am Start. Wir speichern auf jeden Fall ab. Ja, falls uns das Spiel wieder abschmiert. Und ich sollte auf jeden Fall auch schauen, dass ich möglichst passende Pokémon vorne habe, die vielleicht weniger Probleme mit Kapalores haben, wie eben, na, Welly. Wenn Welly eine Attacke kassiert, ist es, glaube ich, auch eher mäßig. Ah, komm, wir nehmen mal... Wir nehmen mal Mo mit vor, genau. Mo und Gianluca, die sollen das jetzt hier regeln für uns. Mein Schatz. Musik aus, bitte. Drehen wir die Musik ein wenig herunter und sehen mal, was wir da haben. Ach, du bist es, du nervtötendes Wesen. Es ist nur deine Schuld, dass mein Krypto-Pokémon das letzte seiner Art ist. Aber das reicht dir noch nicht. Du hast meine Party ruiniert, meine Party zu Ehren des legendären Team Queen. Heute, mein kleiner Teufel, ist der letzte Tag deiner Freveleien. Nie wieder wirst du mir dazwischen pfuschen. Und Musik, bitte. Ein letztes Mal, die Queen, ein letztes Mal dieser wahnsinnig geile Soundtrack. So, und er packt direkt erstmal 2 Kapalores aus. Ich weiß gar nicht, welche Level seine Kapalores sind. Hoffe nicht auch Level 60. Level 57, ja super, das macht's nicht besser. Okay, gehen wir erstmal auf das eine Kapalores. Die Frage ist, ob wir mit... Ja komm, mit Eisstrahl können wir es vielleicht einfrieren. Ja super, Mogeli. Packt erstmal hier den Mogelhieb aus. Das Gute ist, ich glaube, seine Kapalores können keine wirklich starke Pflanzenattacke. Sodass ich mich bloß vor seinen Wasserattacken fürchten muss. Und da habe ich 2 dabei, die relativ gut wegstecken. Und der Volltreffer von Iroas macht das erste Kapalores platt. Nächstes Kapalores. Ja, Mo schreckt zurück, ist klar. Auch Level 57. Machen wir mal das weibliche Kapalores jetzt platt. Schön, Eroas. Kommt auf jeden Fall schon mal kein Mogelhieb. Das ist schon mal wertvoll. Schafft nicht ganz die Hälfte. Vielleicht, ich glaube nicht, dass der Eisschall reichen wird. Das würde mich jetzt schon wundern. Ja, aber vielleicht können wir es einfrieren. Ah, schade. Wenn wir es jetzt eingefroren hätten, das wäre schon wertvoll gewesen. Machen beide Regentanz? Ja, machen natürlich beide. Natürlich machen beide Regentanz. Was auch sonst. So, eins mit Regengenuss oder beide mit Wassertempo? Okay, das Kapalores Level 57 hat auf jeden Fall schon mal Wassertempo. Kapalores männlich könnte sein, dass es Regengenuss hat. Kaskade. Kaskade, hast du halt immer die Gefahr, dass du zurückschreckst, ja?
das musst du wissen an der Stelle, dass du dort das passieren kann, dass du eben zurückschreckst. Und das Vieh kann tatsächlich Gigasauger. Okay. Müssen wir doch so ein bisschen aufpassen. So, Eroas gegen das Gigasauger-Kapaloris. Also das Gigasauger-Kapaloris auf jeden Fall. Auch Wassertempo. Beide mit Wassertempo. Weil beide waren jetzt schneller als meine zwei Pokémon. Sein letztes Kapaloris. Oder? Ist es sein vorletztes Kapaloris? Weiß gar nicht, habe ich jetzt schon zwei oder drei Kapaloris geplättet? Oh, ich habe erst zwei geplättet. Er hat noch drei Kapaloris. Oh, ich krieg die Krise hier. Donnerschlag. Okay, also auch das Kapaloris mit Wassertempo gebe ich jetzt noch Mo ab. Boah, alter Schwede, das war knapp. Da habe ich jetzt gepennt. Jetzt hätte es sogar gut passieren können, dass wir Mo abgeben. Ja, das hätte mir jetzt noch gefehlt. Nächstes Kapaloris weg vom Fenster. Okay. Aber Mo braucht auf jeden Fall jetzt eine Top-Genesung. Was anderes bleibt uns hier gar nicht übrig als eine Top-Genesung jetzt. Ja, so ein scheiß Kapaloris einfrieren wird, na, das wäre auch richtig wertvoll. Ach komm! Gönn mir doch! Gönn, Alter! Gut, Eroas und Mo bekommen jetzt die Top-Genesung. Ich habe jetzt keinen Bock, hier noch eins zu verlieren. Ja, Mo kann ich definitiv auch sehr, sehr gut auf dem Duellberg gebrauchen. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal ein neues Pokémon. Oh. Wow. Okay, wir müssen unbedingt schon das angekratzte Kapaloris ganz, ganz schnell beseitigen. Oh yes, Alter, das ist schon mal weg. Aber das Problem ist, jetzt kommt Krypto-Dragoran. Jetzt kommt Krypto-Dragoran. Das letzte Krypto-Pokémon. Krypto Dragoran Level 55. Jetzt wird's interessant. Oh, meine Pokémon sind halt angekratzt. Das ist das, was mich so ein bisschen nervös macht. Und so langsam musst du auch mal jetzt hier aufhören zu regnen. Eigentlich muss ich beide Pokémon heilen. Ich muss beide Pokémon heilen. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Wenn ich hier nicht eins verlieren will, muss ich jetzt erstmal beide heilen und schauen, was der Gegner kann. Ja. Nein, kein... Eisstrahl wäre natürlich eine Maßnahme dann, um Dragoran hart zu schwächen. Weiß bloß nicht, ob wir damit Dragoran ausschalten würden. Ja, Eis. Scheiße, Alter. Das war dieses scheiß Eishieb. Kapaloris und das war's für Gianluca. Ja. Fuck. Wir verlieren tatsächlich noch ein Pokémon. Wir verlieren tatsächlich noch ein Pokémon. Wir verlieren tatsächlich schon. Okay, dann sollten wir zusehen, dass wir jetzt auf jeden Fall keins mehr noch verlieren. Hat aufgehört zu regnen, das ist schon mal gut. Weil dann setzt das Kapaloris nämlich erstmal wieder irgendeinen Schwachsinn ein. So. Rückkehren, Eisschall. Eisschall wird nicht reichen. Rückkehr sollte Kapaloris dann allerdings ausnocken. Kryptoschlag von Dragoran. Wie viel Schaden macht Dragoran mit dem Kryptoschlag? Ja, ist schon nicht wenig. Ist nicht wenig. Ich möchte hier an der Stelle festhalten, D-Queen hat mir mehr Pokémon ausgeschalten als Großmeister Phrenos. Ja, das möchte ich hier einmal festhalten. So. Rückkehr auf Dragoran und ein Hypertrank für Mo.
Boah, ich muss tatsächlich an Luca ersetzen. Na gut, sollten wir was finden an der Stelle. Ich kann ja Dragoran nehmen. Na klar. Ich nehme einfach Dragoran. Ha! Good morning. Nimm. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir den nochmal plätten, weil Nico der Meinung war, jetzt einen Volltreffer machen zu müssen. Nico, das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr, Nico. Okay, der kriegt jetzt eine kleine Verschnaufspause. Wir gehen, denke ich, fix unsere Pokémon heilen. Oh, toll, ey. Gianluca kann ich ablegen, weil... Tod hat sich quasi gelohnt, das Ganze hier für uns. Nicht. Mann, ey. So ein Blödsinn. Oh, kotzt mich an sowas. Gut. Dann lege ich jetzt Gianluca ab und dann gehen wir nochmal im Fünfer-Team an das Ganze ran. Ach so, falsches Haus, toll. Ich hätte ja gedacht, dass ich hier wenigstens jetzt gleich zurückkomme. Nein, kommst du natürlich nicht. Gut, Leute, ich skippe nochmal bis dorthin, wo dann Dragoran von D-Queen eingesetzt wird und dann... Ja. So, Leute. Mo und Nico haben mehr oder minder geregelt. Die Kapalores haben eine andere nervige Strategie eingesetzt. Mit ihrem scheiß Gigasauger. Aber ich habe kein Pokémon verloren. Wie ihr seht, ja, Gianluca ist immer noch im Team. Aber Gianluca werde ich nicht einsetzen. Keine Sorge. So, jetzt geht es darum, Dragoran zu fangen. Ich probiere es jetzt nochmal mit der Rückkehrattacke. Ich raste aus, wenn das jetzt wieder... dafür sorgt, dass das Vieh K.O. geht. Ich hole aus dem Lichtwolf rein, um jetzt ein paar Mal Charme einzusetzen, damit das Dragoran hier absolut nichts mehr ausrichten kann. Also, Bedroher mindert außerdem ja auch noch den Angriffswert. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte räumen wir weg damit. Musst du dir mal überlegen. Gut, wir machen jetzt noch einen Durchbruch, der natürlich nicht sehr effektiv ist. Aber ja, nützt ja alles nichts. Und Charme. Und schön Charme auf Dragoran. Schön den Angriffswert senken. Und dann krallen wir uns diesen dicken Drachen nochmal. Kryptosturm. Könnte sehr gut sein, dass er spezieller Natur war. Weil ansonsten hätte der wahrscheinlich nicht so viel Schaden gemacht. Okay. Ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Als dieses mickrige bisschen. Naja gut, machen wir nochmal... Komm, wir machen Erholung. Frage ist, schaltet bis Dragoran aus? Wir werden es gleich merken. Nein, sehr gut. Bis schaltet Dragoran nicht aus. Oh Gott! Ich verliere tatsächlich auch noch Nico, weil ich dumm bin. Oh. Alter, und Lichtwolf? Ich glaube, ich spinne. Weil das Vieh einen Volltreffer macht, natürlich. Das ist so lachhaft, Alter. So unfassbar lachhaft ist das. Oh, das mit dem Sandsturm könnte jetzt natürlich auch wieder dazu führen, dass der Kampf hier sehr schnell vorbei ist. Fuck, das habe ich mir jetzt nicht gut überlegt. Das habe ich mir absolut nicht gut überlegt mit Despotar. Oh, nee, Alter.
Oh Mann, ey, warum bin ich so dumm? Warum bin ich so unfassbar dumm? Na naja, gut, was soll der Geiz? Top-Genesung, 2 Stück auch noch. Alter Schwede, wie ich hier 3 Pokémon an D-Queen verliere. Weil der Mongo einfach nur ein absoluter Fürst ist. Ja, genau, blödes Scheiß-Kack-Dragoran. Vor allem setzt halt jetzt Krypto-Sturm ein. Das ist. Die Queen ist halt nicht dumm. Ja, ich gehe aber davon aus, dass es vorher drauf geht, bevor es mich jetzt hier nochmal blättet mit Krypto-Sturm. Ja. Also, ich denke, 2 Versuche haben wir noch, um Dragoran zu fangen. Das ist nicht viel bei der Fangrate. Ja. Aber wir haben es gezeigt mit Zapdos, Lavados und Arctos, dass es auch mal schnell gehen kann, so ein Pokémon zu fangen. Oder auch nicht. Na? Oder eben auch nicht. Das ist die andere Möglichkeit. Ach, komm schon, ey. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Er schaltet mir 2 Pokémon aus. Das ist, glaube ich, das 3. Feuer-Pokémon, was mir abhanden kommt. Ja, 1 Versuch haben wir noch. Dragoran wurde gefangen im letzten möglichen Versuch. Ansonsten wäre das wieder für die Katz gewesen. Ich hätte wieder 2 Pokémon zum Fenster rausgeworfen. Ohne dass es mir was gebracht hätte. Ey, 3 Pokémon heute verloren. Mann, jetzt, Alter. Kurz vorm Abschluss des Projekts 3 Pokémon verloren. Das tut natürlich richtig weh. Aber ja. Wie kannst du es wagen, du böser, böser Bube? Dieses Krypto-Dragoran war das letzte Krypto-Pokémon von Team Krypto. Jetzt gibt es nur noch 1 zu tun. Vorhang bitte, ich muss weg. Jo, D-Queen verabschiedet sich, lässt seine Schergen vor allem zurück. Hä? Boss? Warte auf uns. Gut, die nehmen die Treppe. Wir haben zumindest alle Pokémon gefangen. Nanu, was ist denn das? Was muss ich denn da an meinen perfekt sitzenden Afro finden? Psst. Ja, der Queen-Radar meldet nichts mehr. Er scheint kaputt zu sein. Damit also auch der Queen-Radar verschwunden. Wir haben zumindest alle Krypto-Pokémon gefangen. Müssen uns allerdings verabschieden von Gianluca, Nico. Hä? Ah ja, Gianluca, Nico und Lichtor. Ich war jetzt gerade verwirrt, weil plus 2 besiegt waren. Ja. Heißt, wir müssen Gianluca ersetzen. Das wird durch Dragoran passieren. Wir müssen Nico ersetzen. Wahrscheinlich wird das durch Relaxo passieren. Und wer für Lichtwolf ins Team kommt, das weiß ich noch nicht. Ich habe ein bisschen Training vor der Brust. Auf jeden Fall. Beim nächsten Mal kümmern wir uns auf jeden Fall ein bisschen um den Duellberg. Und das Kolosseum-Lager. Weil wenn wir das Kolosseum-Lager machen, dann triggern wir, glaube ich, die letzte tatsächliche Quest hier in dem Spiel. Und dann ist das Ganze auch schon vorbei. Ich bedanke mich dafür, dass es dabei war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann schaltet gern das nächste Mal hier wieder zu Pokémon XD ein. Bis dahin, macht's gut.